Sicher, der Dokument, das bitte. Was? Ah, ich bin noch Keil. Er war nicht geschlossen. Ja, wenn du das Fenster auf mich so sehen, Moment, das passiert. Wovon ist das? Das musst du gucken, dann kann man das schon mal gucken. Ich glaube, da war auch ein Platz. Ja, 6,28 ist es nicht, das merkt man. Okay. Denn bei dem, da ist der ganz hervorragend. Da ist so ruhig die Fahrt, da wackelt gar nichts. Naja. Ob das Wackeln störend ist oder nicht, da wird sich immer erst hinterher rausstellen. Wir können sie mal auf.
Sie denn mit dem 628 am Main? Bitte? Wo waren Sie denn mit dem 628 am Main hoch? Tja, falls mal hier einer fahren sollte, ja. Ja, von Andernach nach Main. Fährt er. Ach, wusste ich gar nicht. Oh, schon. Von Anfang an. Wenn wir heute nicht mit zu kommen, aber bei Gelegenheit mache ich ja doch noch. Ja, ich gucke Samstag Nachmittags oder mittags ist da auch bis Montags nichts mehr. Aber der ganze Woche ja. Fährt er. Eine der Arschstrecken, weil. Mm-hmm.
ist auch so eine Sache. Also kann es sein, dass man die Butler hinterher gar nicht sieht. Ach so. Denn manchmal scheint die Kamera absolut ruhig und die Bilder sind so verzittert, dass man sich nicht ansehen kann. Ich habe es einmal im Schienenbus erlebt, er hat gewackelt wie ein Lämmerschwanz und hinterher ein total. Ja. Schon halt. Tja. Es wird hier von 30 Grad gesprochen. Ja, morgen, glaube ich, ne? Ja. Angeblich heute schon. Ja, heute schon. Ja gut, man darf den Wetterberichten bei den Privaten ja nicht trauen. Ja. Also plus minus 10 Grad. Ungefähr. Ja, eher minus statt plus. Ja. Thank you.
wenigstens hat man hier keine bloßen Betonmauern hingesetzt, sondern die Sachen da Rohstein verkauft. Ja, das sieht einigermaßen aus. Irgendwo im Berg müsste ja auch der Regierungsbunker sein. Da sind wir vorbei. Achso. Marienthal, ja. Das ist hier kurz vor der Arbeit. Thank you.
Thank you.
Ende. Das alte Sternwerk hat man ja immer schön. Ja, ja, sieht gut aus. So, das ist Kreuzberg und das war's für heute.